Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei Danibar. Heute am 15. Februar 2020. Heute mal ein Drohnenflug mit der neuen DJI Mavic Mini hier am Gehrenberg. Also der Turm ist vor mir, ungefähr 500 Meter. Da versuchen wir mal einen Flug mit dem kleinen süßen Fluggerät. Ja, probieren wir es mal aus, ob wir alles richtig machen. Jetzt haben wir es relativ windstill. Also erstmal die Fernbedienung einschalten. So, gucken wir mal, wie weit es funktioniert und ob wir damit gut zurechtkommen. Okay, jetzt zeigt er mir was an. Wie gesagt, den unteren Knopf einmal kurz, einmal lang halten. Auf Flugmodus sind von dem gesamten Bild und hier kann man schon mal auf Fliegen gehen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ja, jetzt haben wir schon mal ein Live-Bild von der Drohne. Und da würde ich mal sagen, starten wir mal mit der Hütte vor sich. Wir haben jetzt 9 Satelliten. Startpunkt wurde aktualisiert. Und jetzt geht's los, da kommt sie. Hier ist er. Guck mal, wie süß. Oh, wie klein. Ja, Hammer. Ja, ganz leicht geht sie. Ja. Ja. Wie gesagt, klein, leise, hier schwebt sie vor sich hin. Jetzt fliegen wir mal eine kleine Runde, mal sehen, wie weit oder nicht weit. Wir kommen und los geht's! Boah, der Himmel! Guck mal, die Wolke, wie die aussehen. Ja. Das sind so, wie sagt man dazu? Die Wolke. So wie Welle, so. Eine Art wie Wellen, ich weiß, was du meinst. Serviettenwolken sind es. Was bedeutet das eigentlich? Da oben. Ja. 70 oder 80 Meter. 90 Meter. 95 siehst du. 100 Meter hoch sind wir jetzt. Wow. Und jetzt kann ich mal da rüber. Jetzt können wir mal, nee, wir drehen erstmal die Drohne so. Man hört sie leise, also bei 100 Meter Höhe hört man sie leise, so wie die Phantom 3 Standard, aber noch ein bisschen leiser. Aber wenn es jetzt wirklich ruhige Gegend hat, hört man sie schon. Jetzt sehen wir einen Bodensee. Ich blende es gleich mal ein. Die geht noch höher. Die geht noch höher. Oh, die Straße. Cool. Boah, und die Bergkulisse. Hinten Alpenpanorama Richtung Friedrichshafen jetzt. Ja, schön. Jetzt geht es Richtung Allgäu. Ins Allgäu und dann wieder hier vorne der Gehrenberg. Okay. Immer noch über mir. So, jetzt machen wir gleich noch ein paar Fotos. Ich sehe die gar nicht. Ja, genau über uns. Doch, wenn du genau über uns guckst, ah, genau ja, nach oben ja. Senkrecht. Was erkennt? Es wäre zwar schon schön, gell? Aber nee, das würde ich eher nicht machen. Ja, jetzt sind wir mal an den Gehrenbergturm, vielleicht kriegen wir den noch mit drauf. Nee, das passt. So, jetzt fliegen wir Richtung Gehrenbergturm. Nee, Höhe ist okay. Bye.
Kleine Ding. Aber wer geht gut? Aber 500 Meter war Schluss. Also 520 Meter, da hat es dann Absetzer, Absacker gegeben. Aussetzer. Ja, also. So, jetzt nochmal ein Foto. Na halt, jetzt nimmt es gerade auf. Irgendwann kurz mal ja, Fotomodus. Aber schon ein süßes kleines Teil und günstig halt. Das geht es, weil es kann. Ja? Jetzt landen wir gleich wieder. Ja, hier ist er, bevor er kommt. Ja. Gut, jetzt werden wir mal landen. Vorsicht, weg. Es war ein schöner, kurzer Flugtag heute am 15. Februar 2020 bei ca. 10 Grad Außentemperatur, leichte Windbrise. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Okay.